Ja, wir wollen natürlich auch mit Steven Rupprich reden. Einerseits über die Movember-Aktion und natürlich auch über die Gegner am kommenden Wochenende. Bad Nauheim und Frankfurt heißen die. Steven, herzlich willkommen. Movember, wir sehen es dir an. Der November ist angebrochen und es hat sich auch was im Gesicht verändert. Die Dresdner Eislöwen nehmen in diesem Jahr an der Movember-Aktion teil mit Unterstützung von der AOK Plus, unserem Gesundheitspartner und langjährigem Exklusivpartner. Warum ist es dir auch selber so wichtig, ein Zeichen zu setzen? Ich denke, dass das Thema mit dem Movember noch zu klein ist, dass wir da unterstützen können, das größer zu machen, einfach mehr Aufmerksamkeit zu erregen dadurch, dass wir Sportler da unser Bewusstsein einfach dazu haben und die Zuschauer kommen ins Stadion, sehen uns und sehen die Aktion, die ja auch in den Social Media dann präsent ist, und von daher ist es eine gute Aktion, dass wir da zusammenarbeiten und einfach was Gutes tun für die Sache, dass wir einfach, dass Männer zum Arzt gehen, dass sie sich checken lassen, wenn irgendwelche Anzeichen oder irgendwas da ist, dass man einfach darüber redet. Das ist nichts, was mit Scham zu tun hat. Da muss man einfach an die Gesundheit denken und dafür stehen wir auch. Die Dresdner Eislöwen spielen den ganzen Monat November mit einem besonderen Trikot. Der Eislöwe wurde angepasst, hat jetzt ein Schnurrbart, das Logo der Dresdner Eislöwen. Als erstes geht es gegen Bad Nauheim in diesem Trikot. Wir hoffen natürlich, dass es ein gutes Omen ist. Aber Bad Nauheim an sich, was ist das für dich für eine Mannschaft? Was hat der Trainer euch da schon mit auf den Weg gegeben? Im Prinzip hat er uns mehr auf den Weg gegeben, dass wir momentan einfach mehr auf uns schauen, dass wir einfach von der Mannschaft her stark genug sind, dass der Gegner zu uns kommt und sich an uns anpassen muss. Wenn wir die Sachen so machen, wie wir sie vorgegeben bekommen und wie wir es auch jetzt am vergangenen Sonntag gezeigt haben, brauchen wir uns, glaube ich, vor keinem verstecken, wollen denen unser Spiel aufdrücken. Und ich denke, dass sicherlich Bad Nauheim eine andere Mannschaft ist als Ravensburg. Die sind ein bisschen defensiver, die haben aber trotzdem ihre Leute, die scoren können, wo wir sicherlich aufpassen müssen und die respektieren müssen. Aber wenn wir unsere Aufgabe machen, dann sollten wir da nicht in Bredouille geraten. Du hast gerade schon gesagt, was der Trainer auch im Training euch mit an die Hand gibt, eben euer Spiel durchzuziehen, euer Ding zu machen. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Was hat sich geändert vom Training her, von der Ansprache her? Wie ist die Stimmung im Team seit dem Trainerwechsel? Ja, das sind einfach andere Eindrücke, andere Impulse, die jetzt dazukommen. Wir Spieler müssen jetzt mehr über die Sachen nachdenken, die uns in der Zukunft vorwärts bringen, die uns jetzt vorwärts bringen. Nicht mehr so viel über die Vergangenheit nachdenken, was war, ist vorbei. Jetzt schauen wir vorwärts. Wir trainieren jetzt logischerweise viel Taktik, weil sich da einiges geändert hat. Und von dem her haben wir jetzt am Sonntag gesehen, dass wenn wir die Vorgaben so durchziehen, können wir damit Erfolg haben und werden wir damit Erfolg haben. Von dem her sehe ich da keine Probleme, man sieht, dass die Jungs jetzt vorwärts gucken, dass wir positiver sind. Wir arbeiten hart im Training, aber in einer guten Atmosphäre, dass wir einfach Spaß daran haben, hier zu sein, hart zu arbeiten, unterstützen uns gegenseitig. Wenn einer das andere, das System noch nicht so ganz verstanden hat, dann kann er weiter fragen an Jungs, die das schon drauf haben. Wir unterstützen uns da gegenseitig und blicken vorwärts. Was ist Bradley Gratton für ein Trainertyp aus deiner Sicht? Er hat klare Strukturen, die er uns vorgibt, die kann er gut rüberbringen, macht klare Ansagen, aber gibt uns gleichzeitig auch die Freiheiten, unsere instinktive Entscheidungen zu treffen auf dem Eis. Also, dass wir nicht wie Roboter auf dem Eis rumlaufen, sondern dass wir selber auch aus dem Bauch raus Entscheidungen treffen müssen. Was, glaube ich, sehr positiv für unsere Mannschaft gut passt. Und so der erste Eindruck ist schon mal sehr positiv. Dann wünschen wir viel Erfolg fürs Wochenende und freuen uns natürlich auf das Spiel gegen Bad Nauheim, besonders am Freitagabend 19.30 Uhr hier in der Energieverbundarena mit einem besonderen Trikot dank der AOK Plus Movemberzeit. Die Zuschauer dürfen sich auch auf Besonderheiten in der Arena freuen und wir freuen uns natürlich auf Ihren Besuch.